In unserem folgenden Erklärvideo werden Sie alles Wichtige rund um das Thema Asylverfahren in Deutschland erfahren. Aufgrund vieler verschiedener Verfolgungsgründe, wie zum Beispiel Krieg oder Armut, sind in den vergangenen Jahren viele Flüchtlinge nach Deutschland gekommen. Jeder von ihnen musste das deutsche Asylverfahren durchlaufen. Nachdem ein Flüchtling in Deutschland angekommen ist, muss er sich entweder sofort bei der Grenzbehörde melden oder an den naheliegenden Inlandsbehörden. Dann erfolgt eine Überweisung an eine Erstaufnahmeeinrichtung. Dort bleibt ein Flüchtling für maximal 3 Monate, ehe er dann einem bestimmten Landkreis oder einer Stadt zugewiesen wird. Dies erfolgt durch ein bestimmtes Quotensystem. Anschließend muss der Antrag auf Asyl gestellt werden. Ein Flüchtling muss also in Außenstellen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge das Asylverfahren beantragen. Bis der Asylantrag entschieden ist, erhält er eine Aufenthaltsgestattung in Deutschland. Dann folgt eine Anhörung durch einen Sachbearbeiter des Bundesamtes. Ziel bei dieser Anhörung ist es, die Verfolgungsgründe des Flüchtlings zu erfahren. Der Sachbearbeiter trifft dann eine Entscheidung, die meistens begründet ist. Jedoch gibt es auch Fälle, wo die Entscheidung unbegründet bleibt. Wird der Flüchtling anerkannt, hat er die Rechtsstellung nach der Genfer Konvention. Das heißt, er erhält rechtlichen Schutz, jedoch hat er auch Pflichten dem Gastland gegenüber. Die maximale Aufenthaltserlaubnis in Deutschland beträgt 3 Jahre. Danach hat ein Flüchtling Anspruch auf eine unbefristete Niederlassungserlaubnis. Asylanträge können auch abgelehnt werden. Ist die Ablehnung unbegründet, so wird geprüft, ob eine Abschiebung unverantwortlich wäre, bei der Anwendung von beispielsweise Todesstrafen oder Folter im Heimatland. Allerdings können die Asylbewerber auch gegen eine Abschiebung klagen. Das Verwaltungsgericht entscheidet in einem Eilverfahren darüber, bevor eine langfristige Klage in Kraft tritt. Die Abschiebung des Flüchtlings wäre erst nach einem rechtskräftigen, negativen Abschluss des Gerichtsverfahrens möglich. Ein sehr wichtiger Bestandteil des Asylverfahrens ist die Dublin-Verordnung. Sie legt fest, welches Land der Länder, die zum Dublin-Abkommen gehören, für die Prüfung des Asylverfahrens zuständig ist. Diese Entscheidung basiert auf verschiedenen Kriterien. In der Regel ist das Land, in das der Asylbewerber als erstes eingereist ist, dafür zuständig, das Verfahren aufzunehmen. Dies ist offiziell der richtige Weg, jedoch funktioniert dieser meist nur in der Theorie. In der Praxis sieht es jedoch häufig anders aus. Das war unser Erklärvideo rund um das Thema Asylverfahren in Deutschland. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat und dass wir Sie gut informieren konnten.